willkommen. Ich danke dir von ganzem Herzen. There's a land still wide on the way to freedom and peace, strong and pure with free spirit, powerful. Thank you.
Thank you.
Arturas Malutskis, Gen Shimaoka und Johannes Riegler spielen heute für uns litauisch, russisch, slowenisch und österreichische Musik und kreieren dabei etwas Neues. Die Musik handelt von der Liebe und vom Tod, von Wundern und Schicksalen, von Verlust und Sehnsucht. Es sind Lieder, die durchs Leben begleiten, bewegen und etwas von den anderen Kulturen verstehen lassen. Doch es sind nicht nur Lieder, sondern vielmehr auch spannende Geschichten, denen sie Leben einhauchen. Arturas Malutskis interpretiert die Balladen nicht nur mit Vitalität und Stimmgewalt, sondern präsentiert mit seinem feinen, oft trockenen Humor den Kontext, in dem sie entstanden sind. Ich möchte hiermit sozusagen jetzt das Konzert eröffnen und anschließend nach dem Konzert werden wir in den ersten Stock gehen und dort werden wir dann die Ausstellung eröffnen. Ich würde Sie noch bitten, da das ja ein kleiner Rahmen, nicht große Veranstaltung ist, wo normalerweise für solche wirklich hochkarätigen Konzerte viel Geld bezahlt wird, wenn jemand eintritt, würde ich Sie bitten, in Ihren Ermessen sozusagen in dieses große Glas da vorne dann für die Musiker vielleicht etwas zu spenden. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Thank you.
Seit 2007 ist Frau Lehm auch nach außen in den Bereichen Fotografie, Zeichnung, Radierung, Illustration, Porträt und Text künstlerisch aktiv, arbeitete an Büchern, nahm an Einzel- und Gruppenausstellungen in Deutschland und Österreich teil und bei allen ihren Arbeiten ist ein soziales Engagement unübersehbar, wie Arbeiten und Ausstellungen zum Beispiel für Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen, die Armutskonferenz St. Virgil, Winzelrast Wien, Straßenzeitung Augustin und Kinderbücher zeigen. Im Jahr 2008 unternahm Frau Lehm im Rahmen ihres Kunststudiums eine Studienreise nach Marrakesch. Aber wie gefällt es dir? Das ist echt schön geworden. Es ist wunderschön. Ich finde wirklich, die Räume passen so perfekt. Das Beste hätte ich mir nicht wünschen können. Ja, es ist so nett. So, ja, das ist überhaupt auch diese Einstieg, diese Welt sozusagen. Das sind diese feinen Details. Oder umgekehrt. Also, das ist ja, aber kann man sehen. Ich werde je nach dem Unterwart dazu sagen, aber es ist schon. Ich habe damals auch Weihnachten in Nepal verbracht, zum ersten Mal ohne meine Familie und ohne meine Freunde. Und ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen gemacht, wie das sein wird und ob ich recht einsam sein werde. Aber meine Schüler waren dann so nett und haben dann wirklich sich sehr bemüht, mir ein schönes Weihnachtsfest zu machen. Wir haben dann alle gemeinsam draußen auf der Wiese Weihnachtslieder einstudiert. Und dann haben sie mir alle zu Weihnachten, also jeder, eine Karte gebastelt, ganz wunderschöne Karten, in denen sie sich bedankt haben, dass ich jetzt da bin bei ihnen und haben mir alle zusammen auch was geschenkt, was sie mir gemeinsam ausgesucht haben und danach haben wir dann noch zu Bollywood-Musik getanzt die halbe Nacht und ich war so dankbar und so froh, dass sie sich so bemüht haben und das auch mit mir so gefeiert haben, obwohl es gar nicht eigentlich ihren Traditionen entspricht. Also, das war wirklich ganz schön und ganz berührend und der Abschied ist mir dann am Ende auch wirklich schwer gefallen und ich glaube, wir haben alle ein bisschen geweint und sie haben mir dann alle noch Schals geschenkt und Freundschaftsarmbänder, die ich dann